Herzlich willkommen zurück zu den Smash Tutorials hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Heute geht es um Darain, aka Robin. Das ist ein Übersetzungsfehler hier, weil eigentlich heißt Darain Robin. In diesem Tutorial werde ich euch die Moves und Combos erklären und natürlich am Ende auf das Neutral Game zu sprechen kommen. Robin ist ein bisschen komplizierter, schwer zu verstehen für Anfänger. Aber ich werde euch alles nahebringen, damit ihr auch direkt losstarten könnt mit dem Charakter. Erstmal machen wir den Movement-Analyse. Wir merken schon, dass Robin arschlangsam ist. Robin ist tatsächlich das zweitlangsamste Charakter im Spiel. Nach Fuego. Aber sogar noch langsamer als Ganondorf. Was sehr unglücklich ist für Robin. Robin, ein Projektilcharakter, ein Zoner, der tatsächlich dann nicht richtig von den Gegnern fliehen kann. Aber wenn ich jetzt versuche, wieder von den Gegnern zu entkommen, wenn er nahe gekommen ist, dann kann ich das nicht, weil ich super langsam bin. Selbst hier mit dem Dash nach vorne, Foxtrot, bin ich schneller als mit einem normalen Run. Seht ihr? Dash nach vorne ist tatsächlich die bessere Bewegungsalternative. Folglich, benutzt den Run einfach nicht, dash doch einfach lieber. Es geht eh schneller und ist besser. Der Dash Dance ist sogar gut. Der Foxtrot kann sich eben halt dadurch auch sehen lassen, weil er schneller ist als der eigentliche Run. Air Mobility ist ziemlich okay. Leicht unter den Durchschnitt. Aber völlig in Ordnung. Jetzt kommen wir zu den Grab Game. Das Grab Game ist ultra weird. Weil ihr seht jetzt mal den Standing Grab. Zack, schon habe ich hier den Gegner gegrabt. Pivot Grab. Verdammt gute Range. Und kommt auch schnell raus. Dash Grab. Ziemlich schnell. Gute Range. Aber. Ihr seht, Robin benutzt nicht die Hände zum Grabben. Robin castet einen, ja, Wickelzauber auf den Gegner, der den Gegner eben halt bewegungsunfähig macht. Und dadurch wird es eben halt ein sehr, sehr spezieller Grab. Ein sehr, sehr spezieller Grab, der sehr einzigartig in dem Spiel ist. Weil dieser Zauber ist zwar super schnell, super gut, aber wenn man nicht trifft, ist genauso punishbar, wie wenn man mit einem Tether Grab, wie zum Beispiel von Zeus und Samus, Toon Link, Young Link oder auch die Yoshi-Zunge. Yoshi-Zunge an sich ist kein Tether Grab, aber sehr punishbar. Was damit zu vergleichen ist. Weil wenn ihr den Grab nicht kriegt mit Darain, dann müsst ihr so lange warten, bis dieser Wickelzauber verschwunden ist. Erst dann könnt ihr euch wieder bewegen, seht ihr? Diese komische Spirale, dieser komische Wickeleffekt ist weg und dann kann ich erst wieder was machen. Mega, mega weird. Und ist deswegen ein zweischneidiges Schwert. Ein schneller Grab, aber wenn ihr ihn mal nicht trefft, hat dieser Grab sehr viel Endlag und ist somit sehr risky. Ihr werdet einen Smash kassieren, wenn ihr den Grab nicht trifft. Deswegen müsst ihr damit sehr vorsichtig sein. Gut, das jetzt erstmal vorab. Bevor wir jetzt in die Materie richtig einsteigen, kommen wir jetzt erstmal zu grundlegenden Dingen. Robin hat am Anfang des Games nur das Bronzeschwert. Ihr seht da unten eine Anzeige. Das ist die Anzeige des Levin Swords. Ist die Anzeige aufgefüllt, verwandelt sich das Bronzeschwert in ein Elektroschwert, ein Blitzschwert, was wirklich sehr mächtig ist. Ne, ihr seht, jetzt mit dem Levin Sword sind die Angriffe alles safer. Man hat man macht mehr Damage, man hat somit mehr Shields dann, mehr Hits dann. Das Elektroschaden, was sowieso nochmal mehr Shields dann und so bewirkt. Bedeutet, generell sind die Moves stärker und safer mit dem Levin Sword. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass eben halt dadurch auch die Kombos nicht mehr so einfach sind. Dadurch, dass man mehr Knockback macht, ist es auch schwieriger, eben mal zu kombonen. Somit ist das Levin Sword gar nicht unbedingt immer zu empfehlen. Voll viele Robin-Spieler benutzen auch den Smash-Stick, um öfter das Levin Sword rauszubekommen. Denn wenn ihr jetzt einen Tilt macht oder einen Jab macht, dann verwendet ihr mit dem C-Stick wieder das Bronzeschwert, wie ihr sehen könnt. Obwohl das Levin Sword aufgeladen ist. Weil ich verwende den Tilt-Stick. Ich glaube, wenn man Smash-Stick verwendet, dann kommt auch hier
Das Levin Sword raus. Ich mag es aber, das Bronzeschwert auf C zu haben. Weil man dadurch gut kombon kann, ne? Wenn ich jetzt hier Falling Abwehr mache mit Bronzeschwert, kann ich hier easy kombon. Und dadurch, dass das Bronzeschwert so wenig Knockback macht, kann man auch bei hohen Prozenten noch gut Damage aufbauen. Und dann kann ich A mashen in die Luft und eben mal finishen mit dem Levin Sword. So benutze ich das immer gerne. Also bei Nicht-Kill-Prozenten oder wenn ich den Gegner nicht irgendwie sehr weit weg befördern möchte, dann benutze ich gerne das Bronzeschwert. Nehme ich erstmal einen Tilt oder einen Jetma und dann mit C das Bronzeschwert verwende. Dadurch kann ich viel einfacher Damage aufbauen, Gegner hochhalten, easy kombon. Und ja, wenn ich dann eben halt keinen Bock mehr habe, den Gegner zu kombon, dann mash ich A und in die Richtung, wo ich es haben will. Und dann finishe ich mit dem Levin Sword. Das ist super wichtig zu verstehen, Leute. Wer das schon nicht versteht, der muss so lange sich das jetzt nochmal angucken, bis er es verstanden hat. Und das ist sowas von essentiell. Weil, ich erkläre es euch nochmal, wenn ich jetzt hier smashe mit A in Luft, dann verwende ich das Levin Sword. Und wenn ich das Levin Sword jetzt aktiv habe, dann verwende ich auch mit C immer das Levin Sword. Habe ich das aber nicht aktiv, habe ich ihm vorher einen Tilt gemacht, dann verwende ich das Bronzeschwert mit C. Wie ihr sehen könnt. Und jedes Schwert hat Vor- und Nachteile. Das Bronzeschwert ist kein schlechtes Schwert. Denn es ist eben halt für Kombos viel besser geeignet. Wohingegen das Levin Sword eben halt dafür geeignet ist, um eben halt den Gegner sehr weit offstage zu befördern, zu killen. Weil ihr seht, es ist verdammt stark. Die Back-Air-Kill ist so früh. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Und die Smash-Angriffe, die sind auch vom Levin Sword betroffen. Fun Fact, wenn ich jetzt hier das Bronzeschwert ausgerüstet habe und Smash-Angriff mache, dann kommt trotzdem das Levin Sword raus. Habe ich natürlich jetzt nicht das Levin Sword gerade aktiv, beziehungsweise ist es noch am Aufladen. Da verwende ich auch hier das Bronzeschwert und die Smash-Angriffe sind nicht empfehlenswert, Leute. Mit dem Bronzeschwert. Also Bronzeschwert ist gut, was die Aerials betrifft, aber nicht, was die Smash-Attacken betrifft. Da würde ich wirklich immer nur auf das Levin Sword zurückgreifen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn das Levin Sword aufgebraucht ist, dann könnt ihr es fangen und damit auch lustigerweise was machen. Denn, ja, ihr könnt das halt Z-droppen und in Grab kommen. Ihr könnt es immer wieder fangen. Und außerdem sieht es super stylisch aus, wenn man ein Doppel-Levin Sword hat. Alter, sieht so cool aus. Das Levin Sword macht mehr Schaden als die Bücher. Da war ein bisschen weniger Knockback, wenn man es wirft. Deckt aber auch mehr Bereiche ab, weil die Bücher, die Zauber, die sind auch nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Sind die aufgebraucht, kann man die auch fangen, die Bücher, und auf den Gegner werfen. Aber so ein Buch, das ist verdammt klein. Somit erstens schwerer für den Gegner zu sehen, schwerer darauf zu reagieren. Zweitens fliegen die Bücher schneller. Aber, ja, Bücher machen auch mehr Knockback, aber decken halt nicht so viel Bereich ab und machen nicht so viel Schaden. Das ist jetzt schon mal der Unterschied, was das Item-Game betrifft. Aber was man mit beiden Sachen machen kann, ist, man kann Set droppen und in Grab kommen. Ja gut, bei dem Prozent nicht mehr. Wartet, ich mach das mal hier mit. Arcfire! Ich empfehle euch, die Items mit Set zu fangen. Also mit dem Grab-Knopf. Bei mir ist es Set. Weil ihr sonst ein Aerial raushaut und eventuell eine Levin Sword-Ladung opfert. Was nicht so cool ist. Ihr könnt jetzt hier das Z droppen und in Down B kombon. Und wenn der Gegner shieldet, dann ja, ist er eben mal noch im Schild und ich kann grabben. Und das Lustige ist, es geht auch tatsächlich mit normalen Grab. Ich kann jetzt hier das auch in normalen Grab kombon. Da habe ich eben halt meine Grab-Follow-Ups. Das ist eben halt das Schöne daran. Man kann tatsächlich diesen negativen Aspekt, dass die Zauber und das Levin Sword nicht immer verfügbar sind, für sich nutzen, weil die Items abfliegen und dann eben halt ja, auf den Gegner geworfen werden können. Super nice. Keep in mind, wenn ihr dreimal Daumen B macht, dann könnt ihr das Schattenbuch fangen. Ist egal, welches Buch ihr fangt. Die Bücher haben alle gleich viel Knockback. War die Kamera jetzt gerade blöd, ich habe nicht gesehen, wo das Buch ist. Da habe ich es wieder. Ja, und ihr könnt lustigerweise natürlich auch
Sowas, Mann. Z-Drop und dann Aerial. Dann hat der Gegner vielleicht Angst, dass ihr das Item werft. Und ihr macht trotzdem noch ein Aerial und fangt mit dem Aerial wieder euer Buch. Und behaltet immer das Buch in eurer Hand. Behaltet dieses Item-Pressure. Könnt ihr zum Beispiel sowas machen. Ihr könnt als eine Fair machen und der Gegner ihn gerade linig horizontal vor euch sich befindet, könnt ihr das Item auf den werfen. Robin ist wirklich ein Charakter, der sehr viel Skill braucht. Also klar, ihr könnt den spielen, wenn ihr Anfänger seid, aber diese perfekte Execution, die werdet ihr erst später wirklich richtig lernen, würde ich mal behaupten. Na, guck mal hier, zack, boom. Geil, oder? Ist das nicht geil? Ich finde das amazing. Mit den Items könnt ihr den Gegner gimpen, ihr könnt extra Damage aufbauen, wenn der Gegner nicht mehr erreichbar ist, wenn ihr zu weit weggeschleudert habt, könnt ihr den noch ein Item am Kopf werfen, ihr könnt eventuell damit einen Jump klauen, ihr könnt es zum Edge Guard nehmen. So viele Möglichkeiten. Das ist wirklich toll bei Robin. Ihr könnt halt hier das Item Z-droppen, wenn der Gegner am Recovern ist. Es gibt wirklich einige Möglichkeiten, die man ehemals mit Robin hat. Aber das waren so die wichtigsten Sachen, was das Item-Game betrifft. Ihr könnt es ehemals über den Gegner Z-droppen und dann für einen Grab oder für Down-B gehen. Oder ihr könnt das Item immer Z-droppen und dann Aerial machen. Und außerdem, wenn ihr ein Item in der Hand habt, mach mal das Arcfire kurz wieder weg. Hat 6 Aufladungen, by the way. Wenn ihr ein Item in der Hand habt, dann könnt ihr natürlich nur eure Specials benutzen. Nur ihr könnt nicht mehr eure Tilts benutzen, weil wenn ihr eine Tilt-Eingabe macht oder eine Jab-Eingabe, dann werft ihr das Item weg. Und grabben könnt ihr auch nicht, weil mit Z werft ihr ebenfalls das Item. Das waren die Grundlagen von Robin, Leute. Weil, das muss man halt erstmal verstehen, dass jeder Special-Move und auch diese Schwert-Moves eben halt Aufladungen haben. Und sind diese Aufladungen aufgebraucht, dann fliegen die Items überall halt ab und ihr könnt die fangen und eben halt für eure Zwecke benutzen. Ach ja, eins habe ich vergessen. Wenn der Gegner euch jetzt grabt, wenn er mich jetzt grabt, in dem Moment, wo ich jetzt meine dritte Aufladung vom Schattenbuch verwendet habe, dann fliegt das Buch ab und es kann euch eventuell saven. Weil wenn die Sachen abfliegen, die Bücher oder das Levin Sword, dann fliegen die immer hinter Robin und haben eine aktive Hitbox draußen. Was wiederum bedeutet, dass der Gegner davon getroffen werden kann. Oder wenn der Gegner euch gegrabt hat, ihr dadurch befreit werdet. Oder wenn der Gegner euch kombot, dass dann das Ding random abfliegt und euch rettet. Das kann euch wirklich der Arsch retten. Also dieser negative Aspekt, dass man eben halt die Moves nicht ewig spammen kann, kann auch positiv sein. Wirklich sehr unique, der Char. Muss man erstmal verstehen. Muss man darüber nachdenken. Will ich. Schlaft erstmal eine Nacht drüber und da werdet ihr merken, wie cool das eigentlich designt ist. Aber ja, das war es jetzt zu den Grundlagen. Kommen wir nun zu den eigentlichen Moves. Fangen wir mit der Dash-Tag an. Die Dash-Tag ist eben als kurzer Stich nach vorne. Sehr laggy, sehr punishbar. Aber dadurch, dass Robin eben als so langsam ist, kann man die Dash-Tag ganz gut nutzen als extra Tempo-Boost nach vorne. Weil Dash-Tag hat eben halt nur einen Sinn, eben halt Landings zu punishen. Robin ist jetzt nicht so gut im Landing punishen, weil sie eben halt so langsam ist. Aber durch diesen extra Boost nach vorne ist eben halt möglich. Und auch Mistakes kann man ganz gut damit punishen. Wenn ich jetzt hier eine Backair treffe mit dem Bronzeschwert und er taggt nicht, dann kann ich auch diesen Mistag nur mit der Dash-Tag punishen. Weil ich könnte jetzt hier nicht jablocken oder so, weil dafür bin ich zu langsam mit Robin. Aber ich kann eben halt mit einer Dash-Attack kommen. Also Dash-Attack nicht im Neutral verwenden, ist nicht safe on Shield, aber diese Dash-Attack ist perfekt, um Landings und eben halt Mistakes zu punishen. Allein dafür ist diese Dash-Attack, die hat auch keine Kombos oder so. Die ist eben halt nur für diesen einen Zweck. Gut. Kommen wir nun zu den Tilts. Die Tilts von... Nee, kommen wir erstmal zu den Jab. Kommen wir erstmal zu dem Jab. Der Jab ist sehr interessant von Robin, denn nicht nur die Specials, sondern auch der Jab verwenden tatsächlich Magie. Mhm, ihr habt richtig gehört, auch der Jab verwendet Magie. Denn, wir haben hier diese Kombo
macht 10,2% weniger Prozent als die Windkombo. Das ist der Feuerfinisher, ihr seht. Das Feuerbuch erscheint. Zwei Striche verschwinden von der Feuerbuchladung, wenn man A gedrückt hält. Halt ich A gedrückt, dann kommt der Feuerfinisher. Ne, Jab 1, Jab 2 und wenn ich da A gedrückt halte, dann kommt eben halt der Feuerfinisher. Der Feuerfinisher macht weniger Schaden als der Windfinisher. Allerdings kann der auch bei hohem Prozent eine Edge killen, bei 135% circa. Und es gibt eben halt Edgeguard-Möglichkeiten. Denn bei Mitprozenten, wenn ich hier an der Edge den Gegner im Feuerfinisher treffe, dann kann ich eben halt ganz gut damit Edgeguarden. Weil er schon ziemlich weit wegfliegt, wie ihr sehen könnt. Seht ihr das? Das ist immer das Coole daran. Der Windfinisher hingegen macht mehr Schaden. Der Gegner fliegt nach oben und nach oben weg von dahin. Kein Kombo-Potenzial möglich. Ist einfach nur, um Damage aufzubauen. Aber auch dieser Move kann ungefähr bei 140% killen. Und das verbraucht eben als euer Windbuch. Das Windbuch ist aber auch allerdings eure Recovery. Wenn ihr das Windbuch aufgebraucht habt, dann habt ihr tatsächlich erstmal keine Recovery. Aber nicht weinen, Leute. Denn die API bzw. das Windbuch füllt sich schneller wieder auf als andere Bücher. Am langsamsten dauert tatsächlich das Schattenbuch. So, wenn wir jetzt hier mal auf höhere Prozente gehen. Einen Moment. Dann zeige ich euch, wie stark der Jab eigentlich ist. Ich finde den Jab echt schön. Von Robin. Ja, das ist der Feuerfinisher, killt easy an der Edge bei den Prozenten. Und auch der Windfinisher killt. Okay, Captain Falcon, Fast Fall und Heavyweight, er hat es überlebt. Wenn wir jetzt hier mal auf 145 gehen, dann sollte er eigentlich sterben. Nee, tatsächlich nicht. What? Ja, wow. Okay. Das ist halt der seltsame Fall des Captain Falcon, aber ihr könnt halt merken, dass die meisten Shards, die eben halt jetzt nicht Heavyweight und Fast Fall sind, bei 140 sterben. Also an der Edge wirklich ruhig den Feuerfinisher verwenden, bei Low Prozent zum Damage aufbauen, den Windfinisher und wenn ihr bei hohen Prozenten in der Mitte der Stage eben mal einen Jab trefft, dann könnt ihr auch den Windfinisher nehmen, weil das gilt dann auch. Das ist im Grunde genommen der Jab. Ja, wenn ich jetzt hier mal einmal kurz nochmal die Recovery demonstriere. Jetzt ist eben halt das Buch aufgebraucht und ihr seht, wie schnell es sich wieder füllt. Aber habe ich es eben halt nicht bereit, dann kann ich die API nicht benutzen. Sehr ärgerlich. Aber ja, das war der Jab von Robin. Kommen wir nun zu den Tilts. Ja, Leute, die Tilts von Robin. Oh mein Gott. Die sind wirklich nicht gut. Der Down-Tilt ist höchstens an der Edge zu verwenden. Weil, ihr seht, der Down-Tilt ist relativ schnell. Wongs Schwert wird immer verwendet, dass er 11 Sword hat. Und ja, das schleudert den Gegner einen relativ ekligen Winkel weg und dann kann man für einen Down ergehen. Bei höheren Prozenten das ist es leichter zu kriegen. Den Prozenten jetzt nicht, aber ja. Das kann dann zum Spike führen. Wenn der Gegner nicht mitrechnet und ihr es sehr schnell ausführt, könnt ihr den Gegner damit eben halt vielleicht mal spiken. Gerade mit den 11 Swords, sehr starkes Spike. Sehr nice. Definitiv. Und das ist auch der einzige Sinn des Down-Tilts. Eben halt an der Edge. Weil, selbst wenn wir jetzt hier bei 130% oder so sind, man kriegt nicht mal irgendwie eine Attack-Situation. Guck mal, der Gegner muss nicht mal attacken. So schlecht ist dieser Tilt. Doch bei dem ganz hohen Prozenten, da ist er dann erst in Attack-Situation. Und dann, wenn er nicht attackt, könnt ihr natürlich Dash-Attack bekommen. Also bei 135, wenn ihr einen Down-Tilt bekommt und es. Moment, bei 140 war es, ne? 145. Der Gegner hat nicht taggt. Und, ja, ihr schnell reagiert und dann eben halt einen Dash-Tag bekommt, dann könnt ihr den Gegner eben halt killen, den ihr sehen könnt. Kann man machen als Mix, aber sonst würde ich es nur an Edge benutzen. Aber auch da hat Robin lustigerweise bessere Optionen. Denn wir haben ja Arcfire. Arcfire ist gut zum Two-Frame. Arcfire bleibt lang draußen. Arcfire ist ein Projektil. Weil so bin ich ja in der Nähe des Gegners. Eventuell in Gefahr. Aber wenn hier eine Feuerflamme ist, habe ich ja nichts mit zu tun.
ist somit eigentlich die bessere Möglichkeit. Wenn mein Arcfire aber aufgebraucht ist und ich versuchen will, den Gegner hier zu treffen, dann kann ich das natürlich machen. Und mache eben als Down Tilt into Down Air. Probiere es zumindest. Bei Mid-Prozent kann es funktionieren, bei High-Prozent kann es funktionieren. Das Knockback immer relativ gleich bleibt. Der F-Tilt, der ist noch schlechter, denn er bewirkt basically gar nichts. Auch der kann hier wieder zur Miss-Tech-Situation führen. Bei Mid-Prozenten könnt ihr für den Dash-Tech gehen, aber mehr auch eben halt nicht. Und der F-Tilt killt nicht, der F-Tilt ist laggy, der F-Tilt ist einfach nur bad. Benutzt den F-Tilt einfach nicht. Ich benutze den F-Tilt einfach nicht. Cool, Leute, kommen wir jetzt zum besten Tilt, nämlich zum Up-Tilt. Der Up-Tilt ist ganz nice, denn man kann ihn nach einem Down-Throw verwenden. Dann kann man für Up-Airs gehen danach. Völlig schöner Tilt. Hat auch eine ganz gute Range nach oben. Kann man als Anti-Air verwenden. Als Combo-Starter. Der Tilt ist in Ordnung. Jetzt auch nicht weltbewegend, aber der hat wirklich seinen Nutzen. Gut. Das war's auch schon, weil mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir können natürlich auch noch Frauling ab eher mit einem Bronzeschwert in Up-Tilt kommen und das kann dann natürlich hier wieder zu führen. Wunderschön. Aber ja, die Tilts von Robin, wirklich straightforward. Gibt's nicht viel zu erklären. Und jetzt will ich nicht so toll, die Tilts. Kommen wir nun zu den Aerials von Robin. Neutral Air. Neutral Air ist verdammt schnell, wie ihr hier sehen könnt. Greift erst vorne an und dann hinten. Und die Hinten-Hitbox, die schaufelt den Gegner auch eklig weg. Und das führt zu Miss-Tech. Also zu einer Tech-Situation. Warte, der steht gerade ein bisschen blöd. Der steht gerade extrem blöd. Oh mein Gott. Aber hier. Das führt zu einer Miss-Tech-Situation. Und dann kann man eben als für Dash-Tech gehen zum Beispiel. Aber overall ist es eine sehr, sehr schnelle Option, wenn der Gegner vor euch ist, was gerifft hat, was nicht so viel Leck hat. Dann könnt ihr eben halt für näher gehen und eben halt, ja, eine schnelle Option raushauen. Habe ich jetzt gerade das Levin Sword aktiv und mache näher, dann, Leute, ist das sowas von stark. Das ist eben halt brandneu, dass das Levin Sword auch bei der Neutral Air genutzt wird. Gerade die hintere Hitbox schleudert den Gegner sowas von weit weg. Oh mein Gott, das ist wirklich richtig sick. Also Neutral Air finde ich fantastisch. Ja, ihr könnt das gerade mit Levin Sword raushauen. Als super starke Option. Ja, finde ich fantastisch, der Move. Absolut fantastisch. Hinten-Hitbox läuft der Gegner noch weiter weg. Vorder-Hitbox ist eben halt die Schnelle. Ja, könnt das zum Gimpen nutzen. Neutral Air ist fantastisch, wie gesagt. Wenn ihr schnelle Option braucht, Out of Shield oder generell in Luft eine schnelle Option braucht, dann ist die Neutral Air euer Freund. Oder gerade für sowas. Wenn ihr versucht zu landen und das so abtimen könnt, dass ihr mit dem letzten Hit der Neutral Air landet und der Gegner eben halt an der Edge ist, dann schleudert ihr den sehr weit offstage und ihr habt eben halt die perfekte Lashguard-Möglichkeit. Und auch der Backhit von den Nair kann eben halt in den Backair kommen, wie ihr gerade gesehen habt. Mega sick, mega geil die Neutral Air hier. Egal welche, Bronzeschwert, Levin Sword, beide sind richtig gut. Kommen wir nun zu der Up-Air. Die Up-Air von Robin. Mega, mega heftig mit den Levin Sword. Super stark, super, super, super heftig. Killt ungefähr bei 110%, so ziemlich jeden Midweight-Charakter. Und bei 130 sterben eigentlich alle Charaktere in Luft. Levin Sword Up-Air kommt bei Low-Prozent in Up-Tilt und das führt zu weiteren Up-Airs. Na, ihr könnt das immer schön benutzen, nachdem ihr eure Bronze-Schwert-Kombos gemacht habt. Weil ich finde, die Up-Air, die ist wirklich sehr schwer zu nutzen. Damit müsst ihr beide Schwerter eben halt nutzen. Bestes Beispiel habe ich euch eigentlich am Anfang gezeigt, wo ich euch das Levin Sword erklärt habe. Ich lande mit der Bronze-Schwert Up-Air. Kann in die Up-Tilts kombon. Durch die Up-Tilts habe ich das Bronze-Schwert ausgerüstet. Kann hier eben halt easy den Gegner juggeln. Weil diese Moves so mit dem Bronzeschwert die Up-Air eben halt so wenig Knockback macht.
Und dann, wenn ich weiß, jetzt brauche ich einen Finisher, dann benutze ich eben halt das Levin Sword, um den Gegnern den Rest zu geben. Ich finde, das ist wirklich sehr nützlich. Erst Bronzeschwert, um Schaden aufzubauen. Und dann, wenn ich einen Finisher brauche, nämlich jetzt, dann benutze ich das Levin Sword. Also ab Air benutzt man hauptsächlich, um den Gegner zu killen in Luft. Aber man kann es eben halt auch bei Low Prozent als Kombo-Starter nehmen. Gerade mit den Levin Sword hat man auch eine krassere Range bei der Up-Air. Ne? Manchmal misse ich ja hier die Up-Air-Strings. Das liegt halt daran, dass die Range beim Bronzeschwert immer schlechter ist. Das müsst ihr ein bisschen üben. Und auch timen. Je nachdem, ob der Charakter ein Fastballer ist oder nicht. Müsst ihr es halt anders timen. Aber overall ist es richtig gut. Ne? Up-Tilt in Up-Air. Also die Bronzeschwert-Up-Air ist eben halt super gut zum Kommen und zum Finishen, zum Killen benutzt ihr als Levin Sword. That's it. So benutzt man die Up-Air. Kommen wir nun zur Back-Air. Die Back-Air mit Levin Sword ist so strong. Oh mein Gott. Leute, ist sie strong. Die Bronzeschwert-Back-Air, die ist allerdings auch ganz gut. Ne? Ich will jetzt hier nochmal das Bronzeschwert haben. Weil bei Mid-Prozenten gibt die nette Tech-Situation. Jetzt habe ich wieder das Levin-Sword, das will ich jetzt nicht. Hier, nette Tech-Situation. Weil wenn ich jetzt hier sehe, oh, er hat nicht getaggt, das ist sehr schwer zu taggen. Er muss super schnell reagieren. Das tun wirklich die wenigsten in der Situation. Dann kriege ich eben halt meinen Dash-Tag. Boom. Dann kann ich teilweise daraus noch kommen. Weil ich mit dem letzten Hinterdash-Attack treffe. Ihr merkt schon, das ist so richtig, richtig schwierig. Und da muss man wirklich geübt drin sein. Weil, ich gehe jetzt hier nochmal auf 60. Ich zeige euch mal was Lustiges. Auf 50, sagen wir es mal so. Ich resette das. Jetzt pass mal auf, wenn ich das Levin Sword habe. Pass mal auf. Wir warten, wir warten. So, jetzt kann ich es machen. Ich krieg meinen weg. Ah, scheiße. Muss der erste Bronzeschwert rausholen. Leute, wenn das Levin Sword ready ist, müsst ihr halt einen Tilt oder einen Jet machen, um eben halt das Bronzeschwert gerade wieder ausgerüstet zu haben. Ansonsten kommen halt die Levin Sword Moves raus. So, Leute, mache ich jetzt hier nicht eine Back-Air. Er taggt nicht. Und seht ihr das? Aus der Weak Dash Attack konnte ich dann tatsächlich ein Levin Sword fair bekommen. Wow. Wow, wow, wow. Das ist ein bisschen advanced, würde ich mal sagen. Weil das, die Bronzeschwert Back Air kommt eventuell in den Dash Tag, weil es ist wirklich sehr schwer zu taggen. Und wenn er nicht taggt, dann kriegt er halt diese Weak Dash Tag. Und dann bekommt ihr auch diese Levin Sword fair, wenn das Levin Sword ready ist. Ihr müsst wirklich mit Bronzeschwert und mit dem Levin Sword arbeiten. Jedes Schwert hat seine Vorteile. Das ist wieder mal das beste Beispiel, was ich euch jetzt demonstriert habe. Bedeutet, die Levin Sword Back Air ist eben halt gut, um eben halt Mistakes hervorzurufen. Selbst bei diesen Prozenten kann es zu Mistakes kommen und dann könnt ihr eben halt daraus das machen. Ihr könnt auch, wenn der Gegner, ja, gehen wir mal wieder auf 50%. Wenn der Gegner jetzt hier nicht taggt, könnt ihr natürlich auch einen Arcfire dahin machen und daraus kommen. Es gibt mehrere Miss-Tech-Punishes. Es muss nicht immer den Dash-Tech sein. Ihr könnt auch mal aus der Arcfire kommen. Warum auch nicht? Und das ist eben halt das Tolle bei der Reihe. Man will nicht kreativ sein. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Basically die Back-Air. Bronzeschwert-Back-Air. Um Tech-Situationen hervorzurufen. Und die Levin Sword Back Air ist eben halt super gut zum Killen. Oh mein Gott, ist die stark. Und die trifft auch schräg nach unten. Schräger Winkel. Das ist auch noch richtig cool. Und seht ihr, wie schnell die ist? So gut. Aber Achtung! Die Bronzeschwert Back Air ist gar nicht so einfach zu treffen. Ich zeig's euch. Hier, seht ihr das?
komisch diese Hitbox ist. Wenn das nicht richtig weiß, wie man es treffen muss, dann sieht das so aus. Ihr dürft nicht zu nah an den Gegner dran stehen. So muss man es machen, mit einem Tipper quasi treffen. Nur der Tipper hat eigentlich eine akzeptable Hitbox. Wie ihr sehen könnt. Da, wo es kurz aufleuchtet, da ist nur die Hitbox. Ja, Robin ist nicht so einfach zu spielen. Ihr merkt das auch gerade, was? Ja, ich hoffe, mit diesem Video wird ein bisschen Klarheit in euren Köpfen ja auftun. Gut, da wir jetzt so ziemlich alles zur Backer gesagt haben, können wir jetzt zur Downer kommen. Die Downer von Robin ist ein mächtiger Spike. Die Bronzeschwert-Downer, die könnt ihr eigentlich vergessen. Die hat meiner Meinung nach keinen Sinn. Ist wirklich schlecht. Weil die Range ist nicht gut, Knockback ist nicht gut. Bleibt zwar lange draußen, wie ihr gerade gesehen habt, aber zum Cross-Up reicht es nicht. Ist einfach nicht gut. Aber die Level Sword Downer, die ist stark. Oh mein Gott. Ne? Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel bei 60 seid oder bei, sagen wir mal, 75, dann könnt ihr nämlich in den letzten aktiven Frames dieser Downer in die Fair kommen, wie ihr sehen könnt. Da müsst ihr aber in den Sour Spot treffen, weil der Sweet Spot, der hat mehr Knockback, wie ihr sehen könnt. Der ist gefährlicher. Seht ihr, fliegt der Gegner viel zu weit weg. Aber ja, die Downer, mächtiger Spike. Ich würde es auch nur als Spike benutzen. Also, wenn ihr hier zum Beispiel sowas macht. Warte, das war jetzt fair, nicht die Downer. Dann könnt ihr den Gegner easy damit wegschießen. Die Range da unten mit dem Levin Sword ist ridiculous. Und bleibt auch sehr lange draußen, diese Downer. Finde ich sehr schön zum Spiken. Aber sonst würde ich den Move eigentlich nicht benutzen. Ich habe euch jetzt mal so ein kleines Gimmick gezeigt. Hier bei 70%. Immer Down Air to Fair. Ist eine Kombo. Aber, ja. Ist eventuell höchstens als Mix-Up gedacht. Ist schon sehr spezifisch. Der Hauptnutzen ist eben halt Offstage. Bedenkt, dass diese Down Air sehr lange draußen bleibt. Und ihr somit auch für lange Zeit nichts anderes machen könnt. Ich drück so schnell AP, wie ich kann. Erst jetzt kommt die AP. Das ist halt wirklich auch erwähnenswert. Gut. Das war die Downer von Robin. Also Bronzeschwert Downer hat gar keinen Sinn. Downer mit Levin Swords, mächtiger Spike, der auch eventuell sogar kommen kann. Kommen wir nun zur Fair. Die Fair mit dem Bronzeschwert ist ganz witzig. Schleudert der Gegner trotzdem relativ weit weg, obwohl es nur das Bronzeschwert ist, wie ihr sehen könnt. Kann man auch zum Gimpen nehmen. Da hatte ich gerade nicht mehr das Buch. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr offstage mit Robin geht, dass ihr da auch noch die Abi habt. Und wenn ihr die nicht mehr habt, dann sterbt ihr. Wie es mir gerade passiert ist. Also behaltet auch immer die Anzeige im Kopf. Damals in Smash 4 musste man mitzählen. Was die Ladungen so betrifft. Das haben sie hier zum Glück vereinfacht. Zum Glück. Bin über diese Änderung sehr erfreut. Aber ja, die Fair. Hier mal wieder Low-Prozent-Mann. Die Fair ist nice mit dem Bronzeschwert. Ich finde die wirklich nicht schlecht. Weil dafür, dass das Bronzeschwert ist, schleudert meine Gegner schon ziemlich weit weg. Wie ihr sehen könnt. Und auch die Fair kann eben halt zu Tech-Situationen führen. Dafür ist das Bronzeschwert eben halt auch super gut geeignet, ne? Für diese Miss-Tech-Setups. Eine gute Range nach vorne. Kommt sehr schnell raus. Nicht so schnell wie in die Nähe, aber zwei schnellste Aerial. Und ja. Kann es eben mal zum Gimpen benutzen. Aber ansonsten hat die Bronzeschwert fair nicht so viel Sinn, außer eben halt für Tech-Situationen zu sorgen. Die Levin Sword Fan ging, ist eben halt auch super gut zum Killen gedacht. Ja, wie ihr sehen könnt. Sehr viel Knockback. Könnt auch manchmal zwei Fairs ineinander chainen. Landing Fair, eine weitere Fair. Kann manchmal funktionieren als Follow-up. Ist kein True Combo, aber man kann dafür gehen. Und ja, hat halt eine gute Range da vorne. Wenn ihr wisst, der Gegner ist in Luft, könnt ihr eben halt eure Levin Sword Fair da reinhauen. Den Gegner outrangen.
outprioritizen, weil der Move ist sehr mächtig. Gewinnt gegen die meisten Charaktere. Und meistens dieser Move dann durch. Und ja, bei 100% an der Edge sterben die meisten halt an der Fair. Ist hauptsächlich zum Killen und zum Gimpen da, diese Fair. Und im Neutral zum Outrangen. Weil... hat halt eine sehr gute Range nach vorne. Die Levin Sword Neutral Air hat allerdings noch eine bessere Range nach vorne und kommt halt schneller raus. Das solltet ihr auch immer im Kopf behalten. Das Problem ist, wenn er die Levin Sword Neutral Air verwendet zum Spacen, dann kommt halt immer noch dieser Backhit. Und wenn der Gegner quasi dem ersten Hit ausgewichen ist und Robin dann den Backhit macht, dann könnt ihr von vorne eben mal verwundet werden. Deswegen ist im Neutral eigentlich zum Spacen die Fair besser. Gut. Das wären die Aerials gewesen von Darain. Kommen wir nun zu den Smash-Attacken. Fangen wir ruhig mit dem Down Smash an, weil ich den Down Smash ziemlich geil finde. Es ist ein Elektro-Erdbeben, denn wenn ich jetzt hier in eine falsche Richtung treffe, dann wird der Gegner trotzdem getroffen. Weil der Boden quasi schockiert wird. Mit dem Bronzeschwert passiert das natürlich nicht. Das sollte eh klar sein. Aber hier erreiche ich eben halt eine Schockwelle mit dem Levin Sword. Jetzt hier mal auf Slow Motion gehen. Dann sehen wir, dass eine Elektrowelle vom Boden erzeugt wird. Mithilfe des Levin Swords. Bedeutet, wenn ihr einen Down Smash macht, dann könnt ihr, obwohl ihr quasi nach vorne macht, auch den Gegner trotzdem hinter euch treffen. Nach vorne hingegen hat es eine bessere Range. Und auch nach vorne hin wird natürlich eine Schockwelle ausgesetzt. Super cooler Down Smash. Mega gut zu verwenden an der Kante. Ist auch ein Multi-Hit-Move. Manche Gegner kann es mal auf Guard bringen, wenn ihr es als Mix-Up macht, weil die ja nicht alle Hits durchschielen. Und werden die davon getroffen und das kann relativ früh killen. Gerade an der Ledge. Wenn ich jetzt hier einen Down Smash treffe, ist der Gegner schon fast tot. Und das ist bei Kevin Felgen 80%. Das war 100, ist er auf jeden Fall sowas von tot. Und ja, Bronzeschwert, Down Smash, Bullshit, einfach nie machen, kann ich euch nicht empfehlen. 9,7%, bringt kaum was, absolut Garbage. Macht das einfach nicht. Generell, die Smash-Attacken mit dem Bronzeschwert könnt ihr total vergessen. Absolut nicht empfehlenswert. Aber ja, Down Smash, gut an den Kant verwenden. Für Roll Reads, ganz nice. Aber ansonsten möchte ich die jetzt nicht verwenden. Kommen wir nun zum F-Smash. F-Smash hat ziemlich viel End-Lag, kommt aber relativ schnell raus, wie ihr sehen könnt. Und wenn ihr einen netten, schnellen Punish braucht, der Gegner einen Move gemacht hat, der ein bisschen mehr End-Lag hat, könnt ihr jemals reindashen und F-Smash machen. Super stark, killt super früh, hat eine gute Range nach vorne und kann sich wirklich sehen lassen. Selbst mit dem Bronzeschwert ist der F-Smash gar nicht mal so bad. Weil, ne, ab 20% gibt es auch wieder diese Tech-Situation. Schwer zu tanken für den Gegner und wenn er den Tech nicht trifft, könnt ihr wieder mit dem Dash-Check kommen oder mit einer Arc-Fire. Also wenn ihr wirklich mit dem Bronzeschwert unbedingt einen Smash-Punish machen wollt, dann geht auf jeden Fall für den F-Smash. Und auch nur, wenn ihr ihn machen könnt, wenn ihr wisst, er trifft. Weil den einfach die ganze Zeit zu spammen, das ist ein Mist. Und er kann halt hart gepunished werden. Aber als Punish, nette Sache. Sehr stark, sehr geil. Seht ihr ja hier bei 40%. Flo Captain Falcon schon ziemlich weit weg. Und ja, bei 60 ist er schon weg. An der Edge. So stark ist dieser F-Smash mit dem Levin Sword. Kommen wir nun zu den Up-Smash von Robin. Der Up-Smash von Robin ist ultra schlecht. Mit dem Bronzeschwert sehr schlechte Range, wie ihr sehen könnt. Bei 20% kann es natürlich auch zu Mistake-Situationen führen mit dem Bronzeschwert, aber generell würde ich das gar nicht verwenden mit dem Bronzeschwert und auch nicht mal mit dem Levin Sword. Denn wenn wir jetzt hier auf sage und schreibe 150% gehen, dann werdet ihr sehen, dass dieser dumme Up-Smash, der wirklich grauenvoll ist, immer noch nicht killt. Immer noch nicht, bei 150%. What the fuck ist das? Bei 160 nicht mal, an den Ledge. Bin ich hier im falschen Film oder was? Erst bei 170, 180% killt der Scheiß. Bitte, was? Leute, soll ich euch zusammenfassen, was man mit der Up-Smash machen kann? Ihn nicht benutzen. Denn die Up-Air ist in jeder Hinsicht besser, ist schneller, hat weniger Lag und ist eh mal stärker, killt viel früher. Vergesst der Up-Smash.
Robin hat keinen Up-Smash. Lasst es einfach bleiben. Könnt ihr voll vergessen, diesen Move. Gut. Da wir die Smash-Attacken jetzt hinter uns gebracht haben, kommen wir nun zu den Specials. Nehmen wir erstmal Side B, Arcfire. Arcfire ist besonders cool. Multi-Hit-Move kann man auch chainen und dann daraus kommen. Ihr seht, Arcfire into Arcfire und dann ein Up-Air-Chain. Oh, eine Fair, je nachdem, wo der Gegner halt hin die halt. Super coole Sache. Ich kann versuchen, eine Fair zu bekommen, eine Up-Air rauszubekommen. Müsst ihr halt gucken, wo der Gegner eben halt hin die halt. Arcfire kann man gut raushauen, um eben halt einen sicheren Platz vor Darien zu haben. Weil jetzt muss der Gegner entweder warten oder er springt rüber. Und wenn der Gegner die ganze Zeit rüber springt, müsst ihr halt gucken, was der Gegner macht. Springt er permanent rüber, dann könnt ihr den abfangen. Einfach indem ihr eine Fair macht. Könnt auch aus einem Arcfire natürlich kommen und Up-Airs oder mit diversen Aerials. Ne, könnt ihr ziemlich kreativ werden. Könnt Fair machen, könnt Back-Air machen. Arcfire into any aerial, basically. Könnt sogar in den Down-Air kommen. Oder in AB, whatever. Da der Gegner so lange festgehalten wird, ist wirklich ziemlich viel möglich. Das ist schön daran. Ist besonders gut auch an den Edge zu verwenden, weil man kann da mit dem Gegner 2-Frame. Das mache ich mal gern mit Robin. Wenn jetzt hier mal rauszoomen. Dann mache ich meinen Arcfire immer hier hin. Und ich mache es die ganze Zeit, bis der Gegner eine Option wählt. Und versuche darauf zu reagieren. Weil die meisten Gegner, da das Arcfire da auch Normal Getup, Getup Attack und Jump Getup covert, werden die meisten Gegner rollen, die ungeduldig sind. Und dann kann ich mit einem Smash das punishen. Aber mit einem Down Smash, der Down Smash bleibt auch noch länger draußen. Das empfehle ich euch. Ist ein nettes Setup. Arcfire und dann... Wartet. Arcfire an der Edge zu platzieren und dann eben halt hier Down Smash zu machen. Mit dem Levin Sword. Nur mit dem Levin Sword. Nur mit dem Levin Sword. Sonst geht's nämlich nicht. Und das ist eine ganz gute Trap. Ihr sehen könnt die Schockwelle. Plus eben halt der Down Smash covert ziemlich viel. Ihr könnt natürlich auch, wenn der Gegner offstage ist. Jetzt hier mal wieder ein bisschen Kameraperspektiven normalisieren. Wenn der Gegner offstage ist. Könnt ihr ja den auch mit einem Arcfire treffen. Seht ihr? Er ist ziemlich sick, oder? Also, ihr könnt halt auch das Feuer eben als Hindernis Offstage benutzen. Weil wenn ihr es Offstage trifft und ihr eben als Levin Sword ready habt, dann habt ihr einen Kill Confirm. Super geil. Super, super awesome. Das sollt ihr auch mal nutzen. Das ist ein ganz nettes Mix-Up. Wenn der Gegner nicht damit rechnet, dann könnt ihr ihn da eben halt mal mit abfangen und einen Early Stock eventuell damit gewinnen. Aber das ist basically das Arcfire. Nutzt es, um da rauszukommen. Und ihr könnt natürlich auch gerade hiermit Arcfire into Elfana ist eine gute Sache. Könnt ihr auch in Shorthop reinkommen und natürlich auch in Fauron. Und wenn ihr das voll aufgeladen habt, die New to Be, ich erkläre es gleich noch, die New to Be. Keine Angst. Wie sieht das Feuerbuch aus? Jetzt ist wieder aufgeladen. Dann könnt ihr erst natürlich auch in Fauron kommen. Auch ein Kill Confirm. Bei 130% ist der Gegner down. Ach ja, eins noch. Wenn ihr ganz nah an Gegner dran seid, dann könnt ihr sogar das hier machen. Sau geil. Oh mein Gott. Wenn ihr hier eine Arcfire bekommt, könnt ihr erst in Down B kommen und euch ein bisschen heilen. Und den Gegner noch mehr Schaden zufügen. Das geht natürlich auch noch. Jetzt aber weiter. New to B ist quasi ein Donnerbuch. Wenn ihr es nicht aufladet, dann habt ihr eben mal Thunder. Thunder ist ein Projektil, was auf Midrange ganz gut zu nutzen ist. Macht nicht allzu viel Schaden. 6,6. Dafür geht es eigentlich sogar. Wurde ein bisschen gebufft. Weniger Schaden gemacht in Smash 4 auf jeden Fall. Ist ein schnelles, kleines Projektil. Ist eben mal Spammer, muss man nicht aufladen. Verbraucht auch nur eine Energieeinheit. Ein Mana quasi von diesem Buch. Was halt dann auch nicht so schmerzhaft ist, ne? Fauron frisst richtig viel Ladung. Aber jetzt kommt der Witz. Wenn ihr nur einen Punkt habt, dann könnt ihr trotzdem nach Fauron machen. Und dann muss es halt wieder aufladen, das Buch. Drei Ladungen verbraucht der hier schon. Der Elfhunder.
Airfunder ist wirklich die beste Ladung, meiner Meinung nach. Weil dieses Projektil ist verdammt schnell und stark. Schleudert den Gegner weit weg. Ich habe euch ja schon eben gezeigt, Arcfire to Airfunder ist ehemals ein Kill-Confirm. Bei ganz hohen Prozenten. Und ja, meiner Meinung nach ist das beste Projektil. Von Robin. Entweder ihr benutzt den normalen Funner oder diesen hier. Weil die anderen Ladungen finde ich nicht mehr so gut. Hier, Arc-Funner. Finde ich nicht mehr gut in dem Spiel. Weil in Smash 4 hat es den Gegner sehr lange festgehalten. Ne, es war ein wirklich krasser Multi-Move. In diesem Spiel hält es den Gegner überhaupt nicht mehr lang fest, wie ihr hier sehen könnt. Und es verbraucht tatsächlich 5 Striche, 5 Mana. Was nicht unbedingt so cool ist. Für einen Move, der relativ bad ist. Macht aber immerhin 28 Schaden. Weil früher konntest du daraus graben, du konntest daraus comboen, alles mögliche. Das geht aber hier nicht mehr. Es geht hier nicht mehr. Und das ist eben halt die Scheiße daran. Macht halt viel mehr Schaden, ne, als der Airfunder, aber letzten Endes würde ich immer auf den hier zurückgreifen. Und jetzt kommen wir zu Foren. Wenn ihr es komplett aufgeladen habt, dann macht ihr eben mal den Foren. Und ja, der Foren ist natürlich super stark. Killt bei 130%, aber der Startup-Lag ist eben halt extrem. Da lässt sich eigentlich kein Gegner von treffen, bin ich ganz ehrlich. Und es verbraucht extrem viel Mana, wie ihr sehen könnt. Ich will den Foren eigentlich nie benutzen. Einziger Pluspunkt vom Foren ist, dass er über die ganze Stage geht. Jetzt hier nochmal den Thunder haben. Der ist Midrange. Haben wir hier den Air Thunder. Der fliegt ungefähr über die ganze Stage. Haben wir den Arc Thunder. Der fliegt auch über die ganze Stage. Und Foren eben halt noch viel, viel weiter. Nehmen wir halt bis zur Blast Zone. Und ja, das ist der Unterschied. Also was sollt ihr jetzt benutzen? Ihr könnt auf Midrange, um den Gegner ein bisschen zu nerven und zu harassen, einfach ein bisschen, den Thunder spammen. Ist ganz nett. Um ein bisschen Damage aufzubauen. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier auf hohe Prozente gehen, ich habe das jetzt schon mal eingestellt, 100. Ihr seht, das Knockback bleibt immer gleich. Und es ist zwar super nervig, dieser Thunder-Move, aber es wäre schön, wenn das Knockback nicht gleich bleiben würde, weil man dann eben halt, ja, den Gegner damit extremst nerven könnte. Bei hohem Prozent würde ich euch auf jeden Fall den Air Thunder empfehlen, weil er killt, er ist schnell, er ist stark, er ist schnell aufgeladen, er verbraucht nicht so viel Mana. Und wenn ihr jetzt unbedingt Prozent aufbauen wollt, dann benutzt den Arc Thunder, aber wie gesagt, es ist meiner Meinung nach nicht wert in diesem Game. Meiner Auffassung nach sollt ihr nur den Thunder benutzen, um den Gegner zu nerven, auf Midrange. Und ansonsten Air Thunder. Die anderen situativ. Foren könnt ihr parat haben. Wenn der Gegner halt landet, kein Jump mehr hat, dann könnt ihr mit Foren das Landing abfangen. Dafür ist er gut. Aber nur dafür. Meiner Meinung nach. Und wenn der Gegner offstage ist, horizontal recover muss, dann könnt ihr auch Foren reinklatschen und natürlich da eventuell einen Early Kill mitkriegen. Aber ja. Das war die New to B. In Smash 4 hätte ich viel mehr dazu sagen können, weil man eben halt mit den Arc Thunder, mit der dritten Ladung, viel mehr machen konnte. Weil in diesem Spiel ist das nicht so. Gut, dann kommen wir nun zu der Down B. Habe ich euch schon gesagt, wenn man jetzt hier ein Item hat, dann kann man das eben halt da reinkommen. Das jetzt auch nicht immer funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich kann das natürlich B-reversen, das ist super gut. Ich kann hinter dem Gegner landen, dann hat er vielleicht Angst vor einer Back-Air, weil die Back-Air ist eben halt super stark und wird oft erwartet. Und dann mache ich eben halt nicht die Back-Air, sondern eben halt die Down-B. Das ist ein nettes Mix-Up, kann man machen.
auch auf Plattformen. Wenn einer shieldet auf einer Plattform, dann kann ich Schottermann, Down B und dann eben mal damit grabben, mich heilen, den Gegner Schaden zufügen. Sehr netter Command Grab. Ist jetzt nicht der beste Move, um Gottes Willen nicht. Zumal man nur 3 Ladungen hat, zumal es sehr lange auflädt, aber es hat seinen Nutzen. Ich finde die Down B voll in Ordnung und vergesst nicht, dass das hier noch einen Sinn hat, beziehungsweise auch möglich ist, wenn ihr ehemals nah am Gegner dran seid und ehemals dann auch aus dem Arcfire die Down B bekommen könnt. Aber ja, sonst Command Grab einfach. Das könnt ihr auch mal als Mixer, wenn einer zu nah an der Edge steht und shieldet, könnt ihr einfach eure Down B nutzen. Könnt ihr als Getup-Option erstmal einen Arcfire hinklatschen. Ist sehr schwer darauf zu reagieren für den Gegner. Jetzt hier so hochkommt mit einem Arcfire. Kann sehr nett sein, wirklich. Empfehle ich euch auch noch. Aber ja, das war's basically zur Down B. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Kommen wir nun zur Up B. Die Up B, die wird ehemals so abgeschossen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach oben rechts die Eier, wie ich es gerade gemacht habe, dann fliegt das Projektil, dieser Luftwind, Airwind, ehemals unter Darien in den gleichen Winkel wie ich die Eier. Ja, wenn ich nach oben rechts die Eier fliege, nach unten links. Logischerweise. Immer diagonal. Na, nach oben links die Eier, dann fliegt das Projektil nach unten rechts. Wenn ich gerade nach oben die Eier, dann fliegt es auch unter mir. Ne? Gerade nach unten, wie ihr sehen könnt. Das Schöne daran ist, diese Projektile, die spiken sogar. Aber nur der Startup. Nur der Startup spiked davon. Schon mal hier sowas gemacht. Downtilt gemacht und dann habe ich den tatsächlich damit in Airwind gespiked. Da seht ihr. Das ist schon nice. Könnt es halt auch benutzen, wenn ihr... Wenn der Gegner sehr weit unten recovert, könnt ihr versuchen, den damit runterzuziehen. Solche Dinge kann man damit tun, aber ja, hauptsächlich würde ich das als Recovery-Option nehmen, weil das Buch ist halt auch nicht unbegrenzt. 5 Ladungen und das Buch verschwindet. Und ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr den Rapid Jab macht, verschwindet auch eine Ladung von dem Windbuch. Bedeutet, jetzt habt ihr noch 4 Ladungen. 1, 2, 3 und Nummer 4. Ihr seht es halt. Man muss immer darauf achten, wie viel Mana man noch hat, wie viel Zauber man noch hat. Und ja, Darien, ein Charakter, den man doch schon mit einem gewissen IQ spielen sollte, weil dieser Charakter ist alles andere als Braindead. Ist ja nicht umsonst ein Stratege, ne? Oder Strategien, whatever. Was man auch immer spielt, den Mann oder die Frau. Ja, das waren die Specials. Kommen wir nun zu den Throws. Also, wir haben jetzt erstmal den Down-Throw, der kommt in Up-Tilt. Und bei höheren Prozenten kann das auch in der Up-Air-Kombon. Bei ganz hohen Prozenten, Kill-Confirm aus Smash 4, der geht halt nicht mehr. Das war Checkmate. Down-Throw, Up-Air. Ist halt nicht mehr true. Das kann halt noch funktionieren. Man kann den DI des Gegners folgen. Aber letzten Endes ist kein True Kill Confirm mehr. Aber wir können es halt immer noch machen. Basically, bei Low Prozent Down Throw Up Tilt und sonst geht ihr halt für Down Throw Up Air. Ihr könnt natürlich auch alternativ Down Throw Fair machen bei Mid Prozenten. Das geht auch. Seht ihr? Oder auch Down Throw Nair. Oder auch Down Throw Reverse Area Speck Air. Down throw into anything, basically, was die Aerials angeht. Gerade hier an der Edge ist das natürlich sehr effektiv, wenn man da den richtigen Aerial verwendet. Vor allen Dingen die Back Air. Das war jetzt leider nicht gespeedspot. Wäre es gespeedspot, wäre sowas von rausgeflogen. Oh mein Gott, wäre der rausgeflogen. Das geht bei den Prozenten nicht. Aber im 80er Bereich soll das eigentlich funktionieren mit der Back Air. Down throw, reverse, aerial rush, Back Air. Seht ihr, wie gut das funktionieren kann? Ist nicht true, aber ist aber ein gutes Mix-up. Wie bei meisten Chars, ne? Das haben sehr viele Chars. Das Down Throw, Reverse, Air Rush, Back Air. Und wenn der Gegner nicht damit rechnet, dann ist das sowas von effektiv und ihr kriegt einfach einen Early Stock.
Also down throw into any area, basically. Bei mit und hohen Prozenten. Bei ganz hohen Prozenten oder so ab 100 ist es halt nicht mehr true, aber dann könnt ihr versuchen, den Gegner eben halt abzufangen mit irgendeinem starken 11 Sword Aerial. Ja. Bei hohen Prozenten wollt ihr eben halt mit dem 11 Sword hitten und nicht mit dem Bronzeschwert. Das Bronzeschwert ist für Low Prozent, um Damage aufzubauen und den Gegner zu jungeln. Und kommen muss zu extend, noch extra Damage reinzuschießen. Aber ja, bei hohen Prozenten will ich immer das 11 Sword verwenden. Gut, das wäre das. Down Throw, Combo Throw, merken wir uns. Dann haben wir den Forward Throw, ist einfach nur für Positioning. Können natürlich auch versuchen hier sowas mal als Mix-Up zu machen, einfach Forward Throw und dann für einen Arc Fire zu gehen. Aber overall ist es eigentlich nur für Positioning, um den Gegner auf Stage zu bringen. Der Back Throw allerdings nicht. Denn wenn wir jetzt hier auf 125% gehen, dann wird auffällig sein, dass dieser Backthrow ziemlich sick ist, denn er hat Captain Falcon an Heavyweight fast gekillt. Ein sehr starker Backthrow. Guter Killthrow. 130%. Captain Falcon stirbt. Backthrow kann eben halt für Positioning genutzt werden, aber eben halt auch als Killthrow. Der Upthrow von Robin hat meiner Auffassung nach keinen Sinn. Ihr dann Sinn von wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist für mich ein schlechter Downthrow. Kann höchstens den Gegner wieder mal auf die Battlefield-Plattform bringen. Wenn er nicht taggt, kann man eben halt diverse Sachen damit machen halt. Aber sonst Upthrow eigentlich nicht nutzen. Geht auch wirklich für die Combo-Throws, für den Downthrow. Das ist der einzige Combo-Throw. Und halt den Backthrow frisch zum Killen. Denn er ist ein super Killing-Tool. Gut, Leute, das war mein Robin-Tutorial. Jetzt kommen wir nochmal zum Neutral-Game. Neutral-Game wollt ihr mal euer Zauberbuch aufladen, sodass ihr die zweite Ladung habt, weil meiner Meinung nach die zweite Ladung die beste ist. Ihr könnt alternativ den Arc-Funder aufladen. Im Early-State, nur im Early-Game, da er am meisten Damage macht. Ansonsten wollt ihr ziemlich viel Arc-Fire geiern. Wenn das Arcfire trifft, wollt ihr daraus kommen. Das ist natürlich ein Kill-Confirm. Arcfire into any aerial. Bei hohen Prozenten killt. Easy. Und ansonsten wollt ihr gucken, wie der Gegner sich verhält. Springt der Gegner rüber, fangt ihr ihn ab mit irgendeinem Aerial. Und generell, wenn der Gegner viel springt, geht ihr ihm halt mit euren starken 11 Sword rein. Ist das 11 Sword nicht ready, dann sollt ihr nicht so aggressiv spielen. Sollt ihr eher defensiv sein und ehemals die Leggy Moves punishen. Ihr könnt dann natürlich auch Leggy Moves mit dem Bronze schwer punishen und dann eben mal für Mistakes gehen. Dann geht ihr eben mal für Dash Tag. Oder eben mal wieder für einen Arcfire und kommt daraus. Vielleicht ist dann das 11 Sword wieder ready und ihr habt dann diese starken Follow-ups daraus. Also Neutral wirklich. Air Thunder. Arcfire. Fair. Nair. Nair out of Shield. Sehr wichtig, sehr nützlich. Und Back Air. Gerade wenn ihr so euch zurückzieht vom Gegner, euch neu positioniert und der Gegner euch chased, einfach mit Back Air rein. Super gut. Mit Bronze Schwert misst der Gegner auf den Tag, könnt ihr rein. Und mit 11 Sword ist der Gegner vielleicht schon tot, weil es extrem stark ist. Na, ihr seht, wie stark das sein kann. Also die Aerials sind eigentlich alle gut, außer die Down Air im Neutral. Und die Up Air ist eben halt nur zum Kombon. Ja, und ansonsten nutzt die Zauber halt richtig. Und ja, wenn die Items abfliegen, benutzt die Items mit ein bisschen Verstand. Aber nicht nur auf den Gegner werfen. Z-Drop die, benutzt eure Aerials. Zwingt den Gegner ein Schild, zwingt den Gegner zum Schilden und grabt dann daraus mit Down B oder mit normalen Grab. Und dann läuft das auch schon. Das ist so basically das Neutral Game von da rein. Sehr defensiv, sehr campy, sehr reactive. Ihr müsst gucken, wie verhält sich der Gegner und müsst darauf reagieren. Und in starken Aerials dann reingehen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Robin Darain Tutorial gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann und ciao! We'll be right back.
We'll be right back.